So, Freunde der Sonne, Christine hier mit einem neuen Video für euch. Und weil es einfach schweinekalt ist, habe ich gedacht, ich mal jetzt doch irgendwie nochmal so ein kleines Winterthema. Wir sind ja doch noch mittendrin. Und zwar dachte ich, wir machen einen kleinen Fuchs in so einer Schneelandschaft. So, drücken wir hier auf das Plus, neue Leinwand. Und wir machen jetzt mit Zentimeter 42 breit. 29,7 hoch, 300 dpi. Farbprofil machen wir RGB. Das ist halt optimal für Bildschirmdarstellung. Wer das zeichnen will für einen Druck, macht lieber CMYK. Erstellen. Dann legen wir mal los zu den Farben, die ich gleich verwende. Ich habe mir überlegt, euch in die Videobeschreibung mal diese Hexadezimalcodes zu schreiben. Wenn man hier auf Farben geht und auf Wert, dann steht hier Hexadezimal und da ist eine Zahl drin. Und diese Zahlen, je nachdem welchen Farbton man wählt, ändert die sich. Die schreibe ich euch in die Videobeschreibung und dann könnt ihr das mit den gleichen Farben machen. Es wäre interessant für mich, ob euch das was nützt und ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt, nö, mach mal irgendeine Farbe. Ich will das in meinen Farben machen oder so. Ja. Okay, die Post. Ich suche mir jetzt mal ein warmes, helles Grau. Habe ich jetzt nicht so ganz da. Also werde ich mir das jetzt nochmal so ein bisschen mischen. Machen wir das mal noch ein bisschen heller. Schon ein bisschen gesättigt, weil ich ja will, dass es warm ist. Und dann gehe ich hier in diesen Orange-Bereich. Das nehme ich Gouache. Und male mir erstmal einen Hintergrund. Ich habe hier die Deckkraft immer so zwischen 70% und 90%. Ich male ganz selten 100%ig deckend. So, und das darf schickig und das darf fleckig. Neue Ebene. Ich mache jetzt mal direkt eine neue Palette und packe die Farben direkt da rein. So, also den Ton, den möchte ich jetzt doch noch mal eine ganze Ecke heller, nicht so gesättigt. Und vielleicht noch ein bisschen kühler, also Richtung Blau, auch wenn man hier gelb sieht, aber umso mehr man hier Richtung Blau-Lila geht, desto kälter wird es theoretisch, umso mehr man hier Richtung Rot geht, desto wärmer wird es. So, und dann bleibe ich bei der Pinselspitze Gouache und mache hier mal so einen kleinen Hügel rein. Ich mache das jetzt auch mit der Gouache-Pinselspitze, weil ich jetzt nicht so einen turboscharfen Rand haben will. Ich möchte, dass das alles so ein bisschen weicher wirkt, weil es ja eine Schneelandschaft ist. Und wenn man das jetzt mit der Monolinie oder so macht, dann wird es ja gestochen scharf und das will ich nicht. Ich will, dass das alles so ein bisschen wischiwaschi ist. So, die neue Ebene. Ich gehe jetzt nochmal auf die Palette. Ich wähle jetzt nochmal diesen Ton an vom Hintergrund. Und den mache ich jetzt nochmal eine ganze Ecke dunkler. So. Und jetzt male ich hier so ein paar Bäume rein. So, wenn ich die Bäume habe, dann mache ich hier auf der Seite noch ein paar Büsche. Wichtig ist hier, dass ihr das einsetzt, dass der Pinsel dunkler wird, wenn man etwas fester drückt, und heller, wenn man nicht mehr so feste drückt. Und dadurch kommen hier ja auch diese Strukturen rein. Über diese Bäume machen wir jetzt nochmal eine Ebene.
Und jetzt kommt tatsächlich ausnahmsweise mal die Airbrush weicher Pinsel. Dann nehmen wir jetzt das Weiß vom Hintergrund, also Schneeweiß. Machen die wirklich vielleicht so 40-50% deckend, nicht zu groß. Und machen dann hier über die Bäume, ich sag mal, wie so eine Art Nebel. Hier unten so, dass man das kaum noch sieht, wo die Stämme mal drin waren. Und nach oben dann immer weniger. Das gleiche machen wir hier mit den Büschen. Da nicht ganz so doll, weil die fangen ja eh so undefiniert an. Dann brauche ich das nicht so stark wegmachen wie hier bei den Bäumen. Nur so ein bisschen. Zack. Und schon haben wir so ein bisschen das Gefühl von Nebel. Neue Ebene. Und jetzt nehmen wir mal eine Pinselspitze. Druckbleistift. Weil die hat so eine leichte raue Kante. Und dann gehen wir auch mit diesem Schneeweiß jetzt hin und machen hier auf die Äste ein bisschen Schnee. Immer da, wo ihr so denkt, ne, so auf dem ganz Geraden, da bleibt der Schnee natürlich nicht liegen, aber alles, was so leicht zur Seite geht, da schon. Genau, ich gehe jetzt nochmal auf die Ebene mit diesem Nebel und nehme nochmal Airbrush weicher Pinsel weich und dann mache ich das auch mal hier oben. Dass die noch so ein bisschen im Nebel verschwinden. Dann machen wir noch ein paar Pflänzchen dahin. Neue Ebene. Und dann nehmen wir nochmal. Jetzt haben wir ja hier im Verlauf nochmal so ein Mittelgrau. Den tue ich auch mal in die Palette. Ach ne, das ist der vom Anfang. Okay, dann nehmen wir den doch. Und auch mit dem Druckbleistift machen wir dann jetzt hier so ein paar Pflänzchen hin. Mit dem Druckbleistift, ganz genau. So, jetzt nehmen wir noch einen etwas dunkleren Grauton und dann machen wir hier vorne auch noch ein paar Pflänzchen, aber noch ein bisschen kleiner als die da hinten. Und auch nicht so viele. So, jetzt kommt der Fuchs. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Erstmal gehen wir jetzt auf Aktion, Leinwand, Zeichenhilfe an, Zeichenhilfe bearbeiten. Und jetzt machen wir mal hier ein Raster, was noch irgendwie nachvollziehbar ist. Ich habe jetzt hier 506 Pixel und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 von der Mitte, also 10 in der Breite. Fertig, das machen wir jetzt mal. Das dient euch jetzt zur Orientierung. So, ich mache jetzt gerade mal noch eine neue Ebene und nehme mal eine crazy Farbe. Einfach jetzt für euch, damit ihr das gut sehen könnt, wie ich jetzt diesen Fuchs zeichne. Ihr orientiert euch jetzt gleich an diesem Kästchen. Ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch das. Ich mache jetzt erstmal auch für mich selber eine grobe Skizze. Kleinen Moment. Bisschen kleiner. So, okay. Also, ihr seht jetzt, der Kreis befindet sich, wenn hier die Mitte vom Bild ist, ne, befindet er sich hier an der Kante, hier, hier. So, da ist ungefähr der Kreis. Dann machen wir mal den Körper. Könnt ihr jetzt auch sehen, der geht bis hier runter. So,
Da machen wir jetzt noch Ohren hin. Eins hier. Eins da. Ne? Das Ohr geht bis hier. Hier wäre jetzt die Mitte von dem Viereck. Da ist das leicht versetzt. Das kommt aber auch den Millimeter genau auch so nicht an. Also macht euch da gar keinen Stress. Genau, das wird das Schnäuzchen. Das ist jetzt wirklich mal die Grundform. Machen dann gleich hier noch den Schwanz hin. Aber hinter das Füchschen. So. Dann kommt hier gleich ein Beinchen hin. Und hier. Und da der Bauch. Und hier so ein bisschen das Brüstchen. Genau. Ich mache da jetzt mal die Deckkraft ziemlich weit runter. Hier habe ich ja noch eine neue leere Ebene, die mache ich da drüber. Das ist jetzt mal ganz grob für euch, wo der Fuchs ist, wie der ungefähr aufgebaut ist. Malt euren Fuchs wie immer ihr wollt. Das ist nur für die, die sich ein bisschen unsicher sind. Ihr könnt euch da sehr gerne dran orientieren. Und jetzt fangen wir mal an, dem Füchschen ein paar Details zu verpassen. So, fangen wir mal mit dem Schnäuzchen an. Mach hier so einen kleinen Bogen rein. Und mach hier schon mal das schwarze Näschen. Mach hier ein Auge hin. Und dann mache ich ein bisschen Fuchsfell. Ich habe das jetzt hier ein bisschen gerader gemacht, also es ist jetzt nicht ganz kreisrund. Und jetzt kriegt er hier auch so ein bisschen so eine kleine Stirn rein. Upp, einen kleinen Zipfel. Noch so ein bisschen Fell auch ums Auge. Und dann mache ich mir schon mal eine Hilfslinie gleich, wo ich den Weiß haben will. So. Bisschen mehr Popo können wir ihm ja gönnen. Wenn ihr diese Striche macht für das Fell, wichtig ist auch hier und da mal eine glatte Linie zu machen und nicht alles so. Es sei denn, man will, dass er halt aussieht wie ein explodierter Watteball oder eine explodierte Klobürste. Ich mache das Fell jetzt erst so rum und dann andersrum, weil ich hier dann mit dem Fellverlauf den Ellenbogen von dem Füchschen andeute. Ich entscheide mich jetzt nur noch um. Ich möchte die Schwanzspitze doch nach oben haben. Hier mache ich jetzt auch viel längere Striche, weil das Fell am Schwänzchen einfach auch länger aussehen soll. Genau, jetzt nehme ich mal den pinken Fuchs weg. Tada! Ein Pfützchen oder Füchschen. Ein paar kleine Korrekturen noch. Ich hätte das Schwänzchen gerne noch dicker und puscheliger. Thank you.
So, da deuten wir noch die Beinchen an. So, das ist jetzt im Groben und Großen und Ganzen unsere Zeichnung für das Füchschen. Ich nehme jetzt mal dieses Raster wieder raus, weil das Turbo hässlich ist. Jetzt sieht er natürlich in diesem Schwarz total krass aus gegen den Hintergrund, aber es ist ja auch nur eine Skizze und wir gehen jetzt auch mal hin und nehmen die Deckung relativ weit raus. Über das Füchschen mache ich jetzt eine neue Ebene. Schnapp mir mal den Pinsel, Gouache und nehme mir mal ein schönes Fuchsbraun. So, und dann fangen wir jetzt an, den Fuchs auszumalen und diesmal über den Linien, weil wir machen diesmal einfach ein bisschen einen anderen Style als bei den Tutorials, die ich bisher mit euch gemacht habe. Jetzt machen wir erstmal alles Fuchsfarben, was Fuchsfarben werden soll. Hier das Schnäuzchen, die Unterseite vom Kinn, ein bisschen Brust und ein bisschen Bauch und die Spitze vom Schwänzchen werden nicht fuchsfarben. Auch mit der Gouache nehme ich jetzt einen noch etwas helleren Orangeton und wir gehen davon aus, dass das Licht von hier kommt. Und dann mache ich das da, wo ich meine, in diesem helleren Orange, wo ich meine, da fällt das Licht drauf. Es ist auch beim Ausmalen immer gar nicht so blöd, schon immer ein bisschen so auszumalen, wie das Fell auch wachsen würde. Dann hat man direkt die Struktur, die man hat, richtig angebracht. Zum Beige-Ton, den ich auch mal direkt in die Palette packe, mache ich jetzt auch so ein bisschen das, was beim Füchschen theoretisch weiß wäre. Aber wir wollen uns ja ein bisschen gegen die Schneelandschaft hier abheben. Thank you.
und dann nehme ich ein ganz dunkles Braun, fast schwarz. Palette. Und damit mache ich jetzt die Pfötchen hier vorne. Und auch das Pfötchen dahinter. Das Pfötchen auch. Und auch schon mal das Pfötchen dahinter. Die Nase. Und die Ohren. So, jetzt will man meinen, der Fuchs sieht ja total matschig aus, aber wir machen jetzt eine neue Ebene darüber. Die stellen wir auf Multiplizieren und nehmen einen ganz dunklen Violettton. Den packe ich auch in die Palette. So, und Multiplizieren heißt, dieser Violettton ist durchsichtig, aber alles, was in diesem Violettton einen Weißanteil hat, also einen hellen Anteil, wird nicht dargestellt. So, und damit machen wir jetzt mal so ein bisschen Schatten. Licht kommt von hier. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel hier auf der Rückseite Schatten. Und damit arbeiten wir jetzt auch schon mal so ein paar Sachen raus. Das war ein bisschen zu feste. Ich gehe nochmal mit der Deckkraft ein bisschen runter, eher was zwischen 50 und 60. So, jetzt machen wir nochmal eine neue Ebene und jetzt versuchen wir mal, beziehungsweise jetzt nehmen wir hier mal so ein bisschen diese weichen Bereiche raus. Nehmen wir mal schwarz, die Druckbleistiftspitze und ziehen jetzt nochmal das Auge hier nach. Machen ein kleines Nasenloch in die Nase. Und wirklich nur hier und da auf der Rückseite, wo der Schatten ist, ziehen wir jetzt noch mal so ein paar Linien rein. Und schärfen das Ganze. Ich nehme jetzt dafür auch einen ganz dunklen Braunton, der sehr rot ist. Und mach das auch damit nochmal. So, damit können wir auch gleich bei dem Füchschen noch so ein bisschen Textur ins Fell bringen. Das heißt nicht, wir machen keine Outlines mehr, aber wir machen die Outlines mehr in der Farbe von dem Motiv. Und das macht die einfach viel, viel weicher und das Motiv viel, viel natürlicher. So, das machen wir jetzt auch mal mit der Farbe von dem Weiß, also mit diesem Beige.
Dann nehmen wir nochmal schwarz und machen hier die Füßchen. Nochmal ein bisschen deutlicher. Mit dem Beige hier nochmal so ein bisschen in die Öhrchen gehen. Ich finde, so eine Zeichnung machen, das ist immer so ein bisschen wie ein Steinmetz arbeitet. Du hast so einen viereckigen Block und dann fängst du an, so nach und nach das Ganze da rauszupellen. Das führt natürlich auch bei mir dazu, dass ich ein bisschen hin und her ist und ich sage, ach, hier nochmal ein bisschen dies, hier nochmal ein bisschen das. Aber ich finde, das zeigt auch, dass so eine Zeichnung entstehen muss. Ich kriege das öfter mit bei Leuten, die fangen an und geben ganz schnell auf, weil es nicht von Anfang an der mega Knaller ist. Aber ne, das muss wachsen und da muss man sich ein bisschen rantasten. Ich denke, wir sind so weit, dass wir jetzt sogar schon diese Skizzenlinien hier ausblenden können. Und das Füchschen bleibt trotzdem da. So, zack. Löschen wir die mal. So, und jetzt zeigt sich, wo noch ein bisschen Feintuning angesagt ist. Ich gehe jetzt hier links auf diesem Schiebeding hier auf die Mitte und pick mir mal eine Farbe daraus. Ich bin ja noch auf der Ebene, wo wir jetzt hier diese ganzen Linien reingemacht haben. Und da mache ich jetzt hier noch so, wo ich meine, da müsste noch was hin. Mache ich jetzt auch noch was hin. So, jetzt nehme ich mir noch ein relativ helles Orange, ab in die Palette. Und verpasst dem Fuchs damit auch noch so ein bisschen illustrative Struktur. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. So, unter dem Füchschen muss ja auch ein bisschen Schatten sein. Also machen wir mal eine Ebene unter das Füchschen und dann mit dem Dunkelgrau, womit wir hier auch die Büsche gemacht haben, mit der Gouache-Pinselspitze, machen wir ein bisschen Schatten. So, dann hängt das Füchschen auch schon nicht mehr so in der Luft. Jetzt auch nochmal auf die Ebene mit diesen ganzen Details, diese. Und mache auch mit diesem Grauton von gerade und dem Druckbleistift hier noch so ein paar Pünktchen in das Schnäuzchen, was so ein bisschen die Schnurhaare andeutet. So, ich würde jetzt nochmal eine neue Ebene machen, ganz oben. Und ich glaube, bei Elemente gibt es Schneegestöber. Dann nehmen wir jetzt mal ganz weiß. Und machen mal. Ist vielleicht ein bisschen viel. Schneegestöber dahin. Ich finde, das sieht total süß aus. Und jetzt schneit es da. Ich überlege gerade, ich jetzt mal die Fuchsebenen anwähle und kleiner mache. Ich glaube, das ist schöner, wenn der Fuchs kleiner ist. Ich fürchte, das Bild ist fertig. Naja, also ein bisschen Feintuning geht immer noch. Aber das hatte ich ja jetzt schon mal in einem Post auch gesagt.
Wenn fertig, dann fertig. Manchmal ist man nach 80% des Bildes schon fertig und würde jetzt noch weitere 80% der Zeit, die man bisher investiert hat, für die letzten 20% brauchen. Und das ist ja irgendwie Quatsch und auch ein bisschen kontraproduktiv. Und von daher ist das jetzt so, glaube ich, ganz gut, oder? Ach ja, ne, man kann das hier noch, bla bla bla, noch ewig und drei Tage. Ach, ich höre es auf, ich lasse es gut sein. Ich hoffe, das gefällt euch so. Ich hoffe, ihr findet das Bild auch schön und habt auch Lust, es nachzumalen. Ich denke, das ging auch vom Schwierigkeitsgrad in Ordnung. Ich habe ja sonst vorher Landschaften gemacht und mich würde mal total interessieren, wollt ihr lieber Landschaften malen oder lieber so Tiere plus Landschaft? Ja, okay. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer, wenn ich euch helfen kann. Also Fragen gerne in die Kommentare und Anregungen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und macht euch keinen Stress. Take it easy. In diesem Sinne, macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.